Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Falls die Audioqualität nicht so gut sein sollte, ich kann es nicht richtig anpassen, ich höre leider immer noch nichts, aber ich wollte hiervon unbedingt ein Video für euch jetzt langsam mal machen, weil das liegt hier schon die ganze Zeit rum und ich würde das gerne demnächst jetzt auch mal benutzen wollen. Und ihr wisst ja, Unboxing ist bei mir immer das erste Mal und ich brauche das aber jetzt wirklich. Ich habe da eine Anfrage gekriegt von der Firma, ob ich das vorstellen wollen würde, und das hat mir super reingespielt, weil genau sowas habe ich schon seit längerem gesucht, wusste aber nicht, welche ich nehmen soll. Jetzt habe ich eins. Das ist ein Nackenkissen, wie ihr das hier auch seht. Ja? Wir gucken uns das gleich auch an, weil bei mir ist so das Problem, ich weiß nicht, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch ja auch. Ich verlege, heißt das verlegen oder ich verliege mich? Ich verlege mich. Man sagte, ich habe mich verlegen. Ich habe mich die Nacht verlegen. Ja. Ja, und die Mehrzahl davon. Öfters verlegen. Verliegen. Verlegen. Ja. Ich habe mich schon öfters verlegen. Das passiert mir immer wieder. Und dann lege ich mich lang auf dem Fußboden und dann mache ich mir eigentlich immer, rolle ich ein Kissen ein. Klingt jetzt total bescheuert. Rolle ich mir eins von meinen Kissen, was ich auf der Couch habe, ein und mache mir das in den Nacken. Und dann mache ich mich lang und bewegt die Schulterblätter so ein bisschen, also nach oben oder den Po hoch, und dass sich das alles mal ein bisschen so wieder einrenkt und so. Und weil ich krieg höllisch, also ich weiß nicht, ob es bei euch vielleicht auch so ist, könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten, wenn ich mich denn verlegen habe. Das ist nicht nur so, dass jetzt sich so im Nacken und Schulterbereich so angespannt fühlt, ich krieg dann auch leicht, sehr leicht Kopfschmerzen. Und das sind ekelhafte Kopfschmerzen. Und es ist auch nicht schön, wenn man dann so ein bisschen verspannt ist. Und das alles so ein bisschen sich so komisch anfühlt. Und da habe ich das immer so gemacht. Und da hat mir nämlich im Fitnessstudio hat mir jemand den Tipp gegeben. Also eine junge Dame, die neben mir trainiert hatte. Und weil ich immer den Nacken so bewegt habe, sag ich, habe mich verlegen irgendwie wieder mal. Und dann hat sie gesagt, hol dir mal so ein Nackenkissen. Und hat mir so ein paar Bilder gezeigt. Und hat sie gesagt, hier, und ich bin aber immer nicht dazu gekommen, weil sie hat mir auch nie gesagt, welche sie jetzt hat. Sie hat nur gesagt, hier, so sehen die aus. Und da gibt es so viele verschiedene. Und da habe ich dann die Anfrage gerne angenommen. Und das würde ich nämlich jetzt gerne, also nicht wundern, die Verpackung, die sieht so aus. Das hat, da hat, ja, DPD oder Post oder ich weiß gar nicht, mit wem das kam. Oder kannst du mit, keine Ahnung. Haben da eine gute Arbeit geleistet. So, hier haben wir dann noch Karten von Samat. Nee, von Bad Fix. Nee, keine Ahnung. Hier haben wir dann auch noch mal. Ah, hier, genau. Hier seht ihr das. Genau so mache ich das. So habe ich es immer gemacht. So. Ich lege mich denn hin, also am Anfang kann ich die Beine noch nicht hochnehmen. Das geht nicht, da habe ich höllische Schmerzen. Ich muss komplett lang liegen und dann erstmal die Hände nach hinten machen. Also nicht die Hände nach vorne, Richtung, also nach vorne liegen lassen. Nee, die müssen richtig nach hinten. Also ich muss erstmal lang liegen, sonst kann ich das nicht. Und dann mache ich die Hände nach hinten und dann die Knie. Und dann den Po erstmal so ein bisschen hochheben. So, dann hier, also ja, achso, hier zeigen sie es ja, so genau, die legt sich hin, so, Hände nach hinten und dann, oh, und dann auch Schultern hier vorne, die hebe ich dann auch so ein bisschen nach einer Weile, ja, also dann praktisch hier. Und das hilft, es klingt doof, aber es hilft wirklich unheimlich. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier alles haben. Oh, wir haben auf jeden Fall eine Tüte mit bei. Das heißt, ich kann mir die in den Schrank packen, das Kissen, oder irgendwo anhängen. Und so. Oh, hier sind Noppen dran. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier sind Noppen. Also es ist nicht glatt. Wir haben hier so. Ach, hier sind auch noch Noppen. Ich weiß nicht, können wir das ab. Ah, wir können das sogar abmachen. Wir haben hier einen Reißverschluss dran. So,
dass wir das einmal so aufmachen, dass ich euch das zeigen kann. Hier, da haben wir so Noppen. Und das ist halt so ein, das sieht so ein bisschen wie Leder an. Hier haben wir dann eine Öffnung. So, aber ich mache das mal wieder zu. Das ist schon mal positiv, dass wir das waschen können. Das ist super. Muss man dann ohne wieder vernünftig raufkriegen. So. Und dann, sieht er? Na ja, geht doch. So. Und dann legt man sich praktisch hier mit dem Kopf rein. Hier ist auch schön stabile Unterlage. Ist alles eine schöne große Fläche. Und dann, sieht man, hat man das so ein bisschen zusammen. Und dann hat man hier so die Kuhle. Das ist super. Ich werde es nicht vormachen. Garantiert nicht. Ich glaube, so einen kleinen dicken Mann wie. Oh, das spiegelt ein bisschen. Das ist der Stoff, der ist so grau. Aber. Also bei mir in der Kamera sieht es, auf dem kleinen Display sieht es ein bisschen komisch aus gerade. Das ist halt, weil das so grau-schwarz ist. Ja, aber. Oh, da sieht man ja die Noppen cool. Mal gucken, wie es im fertigen Video aussieht. Da bin ich mal gespannt. Also eigentlich sieht es dann so aus wie hier vorne, wenn es so grau ist. So. Also ich bin sehr gespannt. Bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall jetzt benutzen. Und was auch positiv ist, mit der Tasche, ich kann das so verpacken und kann das mit zum Fitnessstudio nehmen. Hau mir das einfach so in meinen Sportbeutel rein und kann das mitnehmen, weil wir haben da im Fitnessstudio auch so ein Aufwärmbereich mit so Holzdingern und so Stellen und so Gummibändern und was weiß ich alles, wo man die Muskeln erstmal warm machen soll, bevor man richtig loslegt. Und da liege ich dann auch, eigentlich habe ich da auch mal eine Rolle gehabt oder habe gerade gelegen mit dem Kopf. Und dann habe ich sowas hier, also was ich vorher hatte, so eine Rolle, auf meinen Fuß gemacht, also drauf gemacht. Und dann habe ich den Fuß, das werde ich hiermit natürlich auch, weil ich habe jetzt hier die Massagefunktion durch diese Noppen und kann dann meinen Fuß hier super rauf machen und den so bewegen. So mache ich das mit den Muskeln. Dann werden die Muskeln weich und das hilft beim Training. Also dann dass das besser verarbeitet werden kann. Ja? Und dann ist man auch ein bisschen die Lenker nach einer Weile. Glaubt man ja nicht. Das hört sich total doof an. Ich weiß, aber es glaubt man nicht. Aber es ist wirklich gut. Es fühlt sich gut an. Also am Anfang fühlt es sich nicht gut an. Weil Schmerzen sind. Also zieht und hast nicht gesehen. Aber dann ist es gut. Und man wird auch gelenkiger. Nach und nach. Und das ist dann halt gut. Also warte, ich habe mich da schon ein bisschen gesteigert. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt hierzu gewesen sein. Ich werde euch das Kissen natürlich verlinken in der Videobeschreibung. Ich werde es auch benutzen. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Video, wenn ich es ein bisschen benutzt habe. Aber dann muss ich erstmal eine Weile testen. Also von einmal testen und sagen, es hat geholfen oder es hat nicht geholfen. Das ist totaler Quatsch. Deswegen werde ich das jetzt erstmal testen und ich nicht jede Nacht schreibt es in der Videobeschreibung bitte, in die Kommentare. Heißt es, nicht jede Nacht verliege ich mich oder nicht jede Nacht verlege ich mich? Ich glaube, da verlege ich mich. Ja? Ich habe mich gestern verlegen, aber ich verlege mich nicht jede Nacht. Aber vorgestern habe ich mich auch verlegen. Manchmal verliege ich mich, manchmal verlege ich mich. Nee, verliegen ist das falsch. Verlegen, ja. Und da nicht jede Nacht gleich ist, kann ich halt jetzt nicht sagen, wann das nächste Video kommt, wann ich euch das sagen kann. Ich muss da halt warten, bis ich es halt ein bisschen benutzt habe. Aber ich werde es halt zum Aufwärmen auch benutzen, sobald meine Ohren jetzt besser sind. Ich darf ja jetzt momentan keinen Sport machen. Die HNO-Ärztin hat verboten, weil sie Angst hat, dass der Trommelfell nochmal reißt, wenn ich mich zu sehr anstrenge. Also irgendwie Muskeln, Gewichte wegdrücke oder so. Da hat sie halt tierisch Schiss. Und dann hat sie gesagt, nein, erst muss alles verheilt sein. Und sobald ich wieder richtig höre und so, darf ich ja wieder. Und dann kann ich das auch zum Aufwärmen benutzen. Und dann denke ich mal, werde ich ziemlich bald auch ein Video machen können und sagen können, wie es sich schlägt. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.